So, da wären wir wieder. Ihr habt ein wenig was verpasst. 3 Folgen, um genau zu sein. Die sind flöten gegangen, was nicht besonders schön ist. Aber ich fasse mal ganz kurz zusammen, was passiert ist. Also, wie ihr sehen könnt, sind hier jede Menge Schweinehütten. Wir haben einfach den Hammer genommen, sind runter ins Schweinedorf gegangen und haben da alle Hütten abgebaut. Komischerweise hat es die Schweine selbst nicht gestört. Den Schweinekönig konnten wir allerdings nicht mit hier hochbewegen. Aber wir haben jetzt hier wenigstens die Hütten. Und haben sozusagen unsere kleine Schweinegang, die wir benutzen können, um die Spinnen aufzumischen. Wir haben auch ein Spinnenei hier schon vorne hingesetzt, damit wir jeden Tag immer das Spinnenei anhauen können und mit den 5 Schweinen die 4 bis 5 Spinnen umbringen, um an die Spinnenseite zu kommen. Wir haben auch den Trupp einmal genommen, um die Spinnen ganz hinten auf der Insel anzugreifen. Das lief aber nicht so gut. Da kamen dann nämlich noch 2 Wölfe dazwischen und ein riesiger Vogel. Also das war vor einem Tag gewesen. Also ich denke, es ist wirklich jede Woche. Oder es hat irgendwas mit den Mondphasen zu tun, wann die Wölfe kommen. Aber die kommen echt nur sehr sporadisch. Aber ja, es war schon mal ein Zacken härter als das letztes Mal. Und ich denke, nächstes Mal wird es dann noch härter. Na gut, also wir sind alle gestorben. Jedenfalls die Schweine. Wir haben mit 2 Lebenspunkten überlebt. Tierisch dramatisch, krasse Action und überhaupt. Aber ist alles weg. Das ist schade. Aber es war eine richtig, richtig schöne Szene. Aber na gut, kann man nicht ändern. Also ja, wir sind dann mit 2 Lebenspunkten geflohen, haben den Rucksack auch hingeschmissen, damit wir unsere Rüstung anziehen konnten und mussten dann darum bangen, was im Rucksack drin war. Was sich rausstellte, war das Fleisch. Dann hatten wir das Fleisch nicht gehabt, um die Schweine zu kühlen am nächsten Tag. War ein riesiger Heckmeck. Ja, na gut, dann haben wir uns was zu essen gebraten aus den Fallen hier, haben damit die Schweine geködert, sind zurück zu den Spinnen gegangen. Da lag dann aber noch das alte Monsterfleisch rum. Das haben die Schweine gegessen und dann wurden 2 von den Schweinen zu Werwolf-Schweinen oder Wehrschwein oder was weiß ich und haben dann ihre Schweinekollegen angefallen. Währenddessen war noch der eine Wolf da und Ende vom Lied. Wir haben unsere Spinnenseide zusammenbekommen, wir haben ein neues Zelt bauen können mit der Spinnenseide und sind jetzt wieder Wilson. Ja. Und wir haben Bling Bling. Also wir haben jetzt eine neue Axt und zwar die goldene. Das ist die einzige goldene Waffe, die wir bisher freigeschaltet haben, beziehungsweise Werkzeug. Und der Vorteil an denen ist anscheinend, dass sie nicht bei jedem Schlag 1% verlieren, sondern bei jedem dritten Schlag nur 1%. Also sie halten 3-mal so lange. Gut, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Dann machen wir doch einfach mal weiter. Start. Ja, da ist unser lieber Wilson. So, ja, ihr seid keine Schweine. Die Schweine hier gehen übrigens nicht nachts in ihr Haus. Jedenfalls ein Teil davon nicht. Was doch ein wenig irritierend ist. Wie kuscheln sich alle hier ums Lagerfeuer? Und da ich jetzt gesehen habe, was mit den Schweinen passieren kann, also diese Wehrschweine, ist das gar nicht so eine tolle Idee. Aber na gut. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass alle Schweine vorm Abendbrot sterben. Am besten ruhig spinnen. So, ich gebe denen jetzt mal das Monsterfleisch. Und ja, das macht sie zu Wehrschwein, eventuell. Aber ich denke, es macht sie nur zu Wehrschwein, wenn sie den Mond sehen. So, tagsüber passiert da hoffentlich nichts. Aber selbst wenn, haben wir ja genug andere Schweine, die dann die Wehrschweine... Oh, nein, 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 nein. Die dann die Wehrschweine umbringen können. So. So, ihr könnt jetzt mal mit. Hier haben wir unser eine Spinnenei. Das hat inzwischen auch 2 Etagen. Ich habe gemutmaßt, dass je nachdem, wie viele Etagen das hat, mehr Spinnen rauskommen. Aber auch in der ersten Etage kamen schon 5 raus. Das heißt, der einzige Unterschied wahrscheinlich nur, wie viele Spinnenseide rauskommt und wie viele Eier dabei rauskommen. So. Einmal verprügeln, bitte. Und das läuft soweit echt gut. Also es kommt nicht sehr viel Spinnenseide da rum, aber wenigstens ein wenig. Und wenn mal ein Schwein sterben sollte, was nicht wirklich häufig vorkommt, haben wir auch die Schweinehaut und ein wenig Fleisch davon. So, zack, zack, zack. Ist da noch was drin? Nö. Jungs, nein, aus. So war das nicht gedacht. Also ja, wir haben gelernt, wenn ein Spinnenei nur 2 Etagen hat, kommen keine neuen Eier bei raus. Böser Kelly. Na gut. Nächstes Ziel sollte sein, die restlichen Goldwerkzeuge zu bauen, da das Flint ja langsam ausgeht. Das heißt, wir brauchen jede Menge Forschungspunkte. Wir sollten mal ein wenig hier die Fallen austauschen. Denn Essen ist gerade nicht so gut bei uns. Also wir haben nicht mehr allzu viel. Da wir halt, wie gesagt, auf 2 Lebenspunkte runtergeprügelt wurden.
Und das habe ich dann mit ganz viel Fleischessen kompensiert, damit wir am nächsten Tag uns rächen konnten. Aber dadurch sind unsere Nahrungsreserven halt ganz schön runter. So, aber Essen, da sehe ich Essen. Kann ich euch irgendwie abstellen? Pepper. Ja, er ist Teil meiner Entourage. Okay. Jetzt brauche ich echt nur noch einen Zylinder und eine Weste. Und die auch alle einen Zylinder und eine Weste. Na gut, Essen, Essen. Wir könnten die Schweine sterben lassen. Das klingt nach einem guten Plan. Kommt mal alle mit. Der eine hat gerade Hometime geschrien. Warum läuft er jetzt schon nach Hause? Müssen wir mal gucken, ob überhaupt noch Spinneneier übrig sind. Wir haben uns da ganz schön ausgetobt. Oh, Essen. Jo, Samen. Kommen auch alle mit. Und noch mehr Fallen. Die können wir alle mal mit ins Lager nehmen. Da ist schon mal ein Spinnenei. Und das scheint es hier auch gewesen zu sein. Oh gut, dann machen wir das letzte Ei auch noch kaputt. Zack. Komm schon, fangt die doofen Spinnen ab. Oh, so viel zu meiner Theorie. Da ist gerade so ein Wehrschwein. Da ist gerade noch so ein Wehrschwein. Und das läuft amok und greift die Spinnen an. Ja, das ist ein Vorteil. Also die Wehrschweine sind so aggressiv, dass sie auch andere Gegner angreifen und nicht nur unsere befreundeten Einheiten. Das heißt, die machen unsere Drecksarbeit und danach greifen sie erst unsere Schweine an. Greifen sie doch, oder? Ja, oh. Komm, da hauen wir mit drauf. Oh. Schweinchen? Du schaffst das schon. Oder auch nicht. Ja. Also da muss ich mir echt was einfallen lassen. Und mit dem Monsterfleisch ist es halt am einfachsten, die Schweine zu mitgehen, zu bewegen. Weil Samen und Beeren funktionieren nicht und Fleisch brauchen wir für uns selber. Aber das mit den Wehrschweinen ist jetzt doch ein wenig zu übel. Wir sind jetzt runter auf 15 Lebenspunkte, das muss echt nicht sein. Also ja, uns kann nichts passieren, weil wir diese Fleischstatue haben. Aber trotzdem finde ich es ein wenig ungünstig. So, da haben wir wieder so eine Stinkfrucht. Und wir müssen neue Samen säen. Ja, du hast Hunger. Kriegst gleich was. Keine Sorge. Haben wir noch Kohle? Nö. Einmal. 1, 2, 3, 4, 5. Dann essen wir mal das Popcorn. Und verkochen das ganze andere Essen. So. Aber ja, die Wehrschweine scheinen nicht viel stärker zu sein als die normalen Schweine. Aber trotzdem haben die uns ganz schön einen verpasst. Ich meine, ich hätte schwören können, wir wären ziemlich voll gewesen an Lebensenergie. Und wir wurden nur einmal getroffen. Okay, wir hatten noch keine Rüstung an, aber Rüstung ist echt so eine Sache. Weil das bisschen an Inventarplatz hier reicht mir irgendwie immer nicht. Also habe ich schon ganz gerne den Rucksack an. Und dann schnell zu wechseln ist immer so eine Sache. So, Essen ist immer noch nicht voll. Dann essen wir das auch nochmal. Ja. Das auch nochmal. Und das auch nochmal. Essen voll. Lebensmittel 43. Das ist nicht viel. Muss wohl reichen. Na gut, Stinkefrucht noch kochen. Das nochmal kochen. Die. Wollen wir die jetzt alle verkochen und nur im verkochten Zustand hier lagern? Ich weiß dann nicht, wie das später ist mit dem Kochtopf. Also wir wollten ja schon vor einigen Folgen den Kochtopf bauen, aber uns fehlen die Steine dafür. Und ich will jedenfalls nicht in diesem Zustand einmal durch den Sumpf laufen, die Steine zu holen. Aber wenn wir ihn dann irgendwann mal haben sollten, kann man bestimmt jede Menge Sachen da reinschmeißen und ein besonderes Essen schaffen. Jetzt ist die Frage, ob man dafür dann das Rohessen braucht oder das gekochte Essen auch geht. Ich denke mal, wir können einfach neues Essen produzieren. Komm, wir sollten jetzt erstmal mittelfristig denken, nicht langfristig. So, Eggplant haben wir auch alles gekocht. Was haben wir noch? Mais für Popcorn. Möhren. Auch wenn es nicht besonders viel bringt. Aber wir brauchen es auf jeden Fall nicht mehr, um Hasen anzulocken. Das wäre auch praktisch, wenn wir hier Hasen ansiedeln könnten. Oder irgendwie eine Hasenzucht aufziehen. Ein Hasen haben wir auf der Insel ja schon mal da. Aber halt nicht mehr. Oh, Stinkefrucht. So. Das heißt, hier ist das gekochte Essen drin.
Hier kommen die rein. Stinkefrucht raus. Und wie ihr sehen könnt, haben wir noch 4 Spinneneier übrig. Das heißt, wir könnten eins davon morgen irgendwo anders wieder setzen. Auch wenn ich momentan nicht wirklich motiviert bin, mit den Schweinen weiter rum zu experimentieren. Das ist mir einfach echt zu gefährlich. So, Seile können drüben rein. 2 Steinblöcke haben wir. Wir brauchten... Was brauchten wir für den Kochtopf? 3 Steinblöcke. Ey, warte mal, das könnte funktionieren. Wir haben doch noch welche. Wir haben hier normale Steine. Oh, sehr schön. Steinblock. Und Steinblock. Und 6 Kohle und 100 Forschungspunkte. Ah, die 100 Forschungspunkte kriegen wir schnell hin. Müssen wir nur ganz oft hin und her laufen. So. Ja, aber ja, die Kohle. Wir hatten irgendwo noch ein Feld mit verbrannten Bäumen. Ich glaube im Westen. Da hatten wir so ein bisschen rumexperimentiert. Und da sollten wir jetzt mal den Tag über ein bisschen Kohle absammeln. Allgemein haben wir nicht besonders mehr viel zum Verbrennen. Also ja, wir könnten Gras nehmen, aber das brauchen wir für so viele andere Sachen. So, 85, 88. So, wir hätten gerne den Kochtopf. Sehr schön. Dann hätten wir gerne die Steine wieder in der Kiste. Und die Axt nehmen wir in die Hand. So, das bitte stapeln. Und das soll erstmal reichen. Also auf zu dem verkohlten Platz. Und wenn da nicht mehr genug Verkohltes ist, dann machen wir einfach was Verkohltes. So, Dünger immer mal wieder mitnehmen. Genau, wir sammeln deinen Dünger auf. Da guckst du komisch. Ich finde das Geräusch so cool. Aber ja, hier ist noch verkohltes Zeug. 67. Geht das dadurch auch kaputt? Ja, aber nur bei jedem 4. Schlag. Also ich hätte schwören können, als ich getestet habe am normalen Baum, dass bei jedem 3. Schlag 1% runtergegangen ist. Das wäre jetzt bei den Kohlenbäumen anders. Also es ist gerade auf 66 gesprungen. 1. 2. 3. 4. Also bei jedem 4. Mal geht nur 1% verloren. So oder so irre praktisch. Also primär, weil wir nur 2 Stöckchen brauchen und 4 Gold. Und Gold haben wir so viel, wie wir Essen haben. Also richtiges Essen, nicht Monsterfleisch leider. Aber ja, das dürfte auch kein Problem sein. Ich denke, wir bauen einfach gleich noch jede Menge Fallen. Also nicht die Vogelfallen, sondern die normalen Fallen. Und verteilen die um das Lager herum. Um unsere Essensreserve ein wenig aufzupäppeln. Im Idealfall könnten wir natürlich die Schweine umbringen. Weil das bessere Fleisch ist, was wir ja auch für die Fleischstatue brauchen. Aber das ist kompliziert. Weil wir müssten die irgendwie einzeln rauslocken oder alle zu einem Gegner hinbringen. Und um sie rauszulocken, brauchen wir das gute Fleisch. Also das richtige Fleisch und nicht Bären oder was anderes. Ja. Alles nicht so gelungen. Aber wir müssen halt nach und nach uns wieder aufpäppeln. Vor allem auch erstmal nichts Großartiges riskieren, solange wir noch unter 50% Leben haben. Selbst mit vollem Leben ist das teilweise sehr gefährlich, irgendwas anzustellen. Mit halbem Leben, muss nicht sein. Auch wenn ich wirklich gerne mal rausfinden würde, wie das mit der Fleischstatue funktioniert. Also ich habe ja schon mal mit dem Gedanken gespielt, dass man einfach stirbt, umkippt und dann in der Fleischstatue auftaucht und dann irgendwie so, wie die Fleischstatue dasteht und sich dann plötzlich bewegt. Also da so irgendwie rauskriecht oder so. Ja, und dann müsste man halt eine neue Fleischstatue bauen. Was ist, wenn man mehrere Fleischstatuen hat? Dann habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich wird dann die nächstgelegene genommen. So, wie viel Kohle haben wir jetzt? Wir haben 28 Kohle. Das reicht eigentlich für ein paar Nächte und für den Topf. Aber, wo wir gerade so schön dabei sind, nehmen wir die alle mit.